Guten Morgen, Servus Fabian, alles klar? Ja, ja, bei mir geht's alles, ist alles in Ordnung. Guten Morgen auch daheim. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Von mir nochmal ein frohes neues Jahr an alle, die heute eingeschaltet haben zum Torwarttraining daheim. Neues Jahr, neues Glück, neue Runde. Wir hoffen alle, dass es ganz, ganz bald jetzt weitergehen kann, dass wir zumindest in den kleinen Gruppen bald wieder auf den Platz dürfen. Genau, das wissen wir leider nicht. Es heißt jetzt noch die Backen zusammenbeißen und durchhalten. So lange, bis es wieder geht, versorgen wir euch natürlich weiterhin mit Torwarttraining, mit Übungen, die wir super zu Hause machen können. Was liegt im Winter meistens an? Klar, viel Essen, wenig Bewegung, Speck. Ja, so, deswegen haben wir heute ein Programm, das uns ein bisschen dabei helfen soll, den Speck und die Pfunde loszuwerden. Der Fabian wird mir dabei unterstützen. Er hat es nicht nötig, ich ein wenig mehr. Ja, die Wanne ist gewachsen, blau kaschiert immer ganz gut, aber gut. Wie auch immer, genug geredet. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alles, was ihr zu Hause braucht, ist einen Trainingspartner. Oder, wie ihr schon aus dem letzten Jahr wisst, wenn ihr keinen Trainingspartner habt, eine Wand, die den Ball recht gewissenhaft zurückprallen lässt oder auch bringt. Ansonsten ist alles erlaubt. Oma, Opa, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Goldfisch, Hund, Katze, ja, nicht. Auch mit. Was? Nein. Nicht? Okay. Gut. Alles, was wir, wie gesagt, dann noch brauchen, sind erstmal zwei Hütchen, Markierungen, Klopapierrollen, Handtücher, T-Shirts, wie auch immer. Wir nehmen zwei Hütchen und einen Ball. So, wir fangen an, ich denke, das passt noch ganz gut, und fangen mit einer kleinen athletischen Geschichte an. Das heißt, wir werden jetzt verschiedene Koordinationsgeschichten machen. Du nimmst immer den Ball in die Hand. Ganz, ganz einfache Sachen, aber im Durchlauf und mit der Wiederholung wird es dann auch ganz schnell anstrengend. Wir starten mit ganz normalen Hopserläufen, und zwar immer die Linie lang. Drehen oben dann um, kommen in den Sidestep rein, Torwart typisch, kommen in kleinen Sidesteps zur Tormitte, dort bekomme ich den ersten Ball von dir zugeworfen, fange den Ball, werfe ihn raus, habe dann nochmal einen kurzen Sidestep zur Seite weg, gehe in die Kniebeuge, einmal runter, komme zurück und kriege den zweiten Ball. Ja? Easy zum Reinkommen, für den Trainingspartner auch nicht besonders schwierig, für uns auch nicht, bis es dann weitergeht mit Wiederholungen. Also wir starten mal. Los geht's. Hopsalauf, 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 Hopsalauf. Sidestep weg, Tormitte an, anhalten. Du kannst ruhig ein bisschen fester werfen. Kugel kommt raus, runter, zurück, hopp. Und den Ball mit den Händen und den Augen verfolgen. Ja, die Hände gehen mit dem Ball mit, die Augen gehen mit dem Ball mit. Und wir beobachten unsere Daumen und die Finger, die dahinter sind. Neue Runde und weiter geht's. Hopsalauf, so klein wie möglich halten. Und so explosiv wie möglich von der Zehenspitze. Kleiner Sidestep, Pause, runter, hopp und wieder fangen. Alles klar? Bitte vergesst nicht die Sicherung, das Ranziehen an die Brust. Man kann es überkreuzen, man kann es so machen. Ich bin eher der Freund von überkreuzt. Was ich sicher habe, habe ich sicher. Alles klar? Da fliegt dann auch nichts raus. Und nächste Runde. Hopp, 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 hopp. Sidestep weg. Erster, runter. Hopp und Nummer 2. Versucht auch hier immer wieder bei jeder Aktion, die kurz vor dem Fangen geschalten ist, einen kleinen Auftakthüpfer zu machen, indem wir immer hier auf die Zehenspitze und in den Kniegelenken flexibel stehen, sodass wir schnellstmöglich in jede Richtung auch ausbrechen könnten. Ja? Letzte Runde, wir machen alles immer viermal. Letzte Runde, Rennhopserläuf, hopp, einmal weg. Und einmal, hopp, und zur Seite weg, stehen, hoppala, bisschen, schmeiß ein bisschen gerade, genau, so dass wir versuchen, den Ball immer schön vor der Brust zu bekommen, okay? Erste Runde erledigt, Prell, Hopserläufe. Zweite Runde, es geht ein bisschen ans Eingemachte, wir bleiben aber im Springen, und zwar Prell, Hopser, nicht Prell, Hopser, Lauf, sondern wir springen eigentlich im Prinzip nur von der Zehenspitze die ganze Zeit nach vorne. Hier geht es wieder weiter. Erster Ball in der Tormitte fangen, zur Seite weg. Und Achtung, mein Partner muss jetzt ein bisschen aufpassen. Der gibt mir als zweiten einfach nur den Aufsetzerball. Okay, wir haben jetzt gerade Ball, Aufsetzerball. Okay, ja. So, Ganze schaut so aus. Los geht's, zu Hause mitkommen. Füße, Schulter breit, Zehenspitze und los kann's gehen. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal geht raus. Sidestep weg, hopp. Stehe in erster, hopp, runter, Nummer 2
und wieder ranziehen. Alles klar? Gut. So, und nächste Runde. 6 Stück gehen raus. So. So, zur Seite weg. Hopp, erster, hopp. Und wieder ranziehen und sicher. Okay? Gut. Und nächste Runde. So. So, erster, hopp, hopp. Und wieder ranziehen. Und dann haben wir schon die letzte Runde, oder? 4 Stück, ja. Vierter. So. Hopp. Runter. Und ranziehen. Gut. Jetzt kommt man schon ein bisschen mehr ins Schnaufen. Außer Puste ins Schnaufen. Wir gehen eins weiter und machen Ausfallschritte nach vorne. Ja? So wie ein Skispringer landet im Telemark, so soll das am Ende auch ausschauen. Das Knie nicht ganz zum Boden. Wir überholen auch nicht mit dem Oberkörper das Knie. Jetzt haben wir hier zu viel Druck drauf, bei mir knackst schon so ein bisschen. Sondern wir bleiben mit dem Oberkörper, mit dem Schwerpunkt auch in der Mitte. Das Knie, das rechte ist vorne, das linke nach hinten weg und nicht ganz am Boden. So machen wir, was geht da raus? 3, 4 Stück würde ich sagen, oder? So, einmal, zweimal, dreimal. Dann komme ich im Sidestep wieder rum zur Mitte, greife nach unten und mein Partner spielt mir dann den dritten Ball als flachen Ball zum Aufnehmen zu. Ja? Es kann ein Pass sein, wer sich zu Hause nicht so sicher fühlt, weil der Raum kleiner ist oder weil heute nur der Opa kann oder die Oma. Die können natürlich auch den Ball rollen oder mit dem Fuß anstupsen. Wie auch immer, da ist der Flexibilität keine Grenze gesetzt. So, also los geht's. Erste Runde, einmal, zweimal, dreimal. So, Sidestep rum. Hopp, erster bleibt zum Fangen. Und der zweite Sidestep, nein, oh, gerade. Ja. Genau, also hopp, runter, aufnehmen und nach vorne die Ellenbogen leicht ablegen. Okay, je weiter unten ihr mit dem Oberkörper seid, umso weniger tut es weh auf den Ellenbogen. Gerade wenn man in einem Zimmer trainiert, so wie wir. Zweite Runde, eins, zwei, drei, Sidestep rum, hopp, tippeln, fangen, erster, runter, aufnehmen und zur Seite weg. Genau. Nummer 3. Puh! So, 1, 2, 3. Hopp! Gut. Erster. Hopp. Und zur Seite weg. Gut. Habe ich eigentlich alles richtig gemacht, Trainer, oder gibt es was auszusetzen? Schaut wunderbar aus. Ich kann gerne auch mal wechseln. Ja. Eins schaffe ich noch. Okay. Wie schaut es bei euch daheim aus? Wird schon gehen, oder? Ihr könnt dann auch mal den Opa oder die Oma machen lassen. Oder Mama und Papa, das schadet natürlich auch nicht. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt Torhüter sind. Das Programm ist trotzdem gut. So. Und rumkommen. Hopp. Erster. Hopp. Zweiter. Und los geht's. Hier hat man jetzt wieder gesehen, dass aus dem schnellen Tippeln raus die Verlagerung vom Schwerpunkt leichter funktioniert. Der Fabian hat jetzt eher links geschossen, nicht so wie bei den ersten beiden, eher nach rechts. Sondern das hat mir jetzt ein bisschen geholfen, schneller umzusetzen. Ja? Wenn ich natürlich so dastehe auf der Ferse mit dem, und im Prinzip so sitzend dastehe, ja, dann kann ich nicht so schnell wechseln, hier runter zu kommen oder hier runter zu kommen, je nachdem wie die Tendenz des Balls ist. Das ist dann so eine automatische Körpergefühlssache. Ja? Kann es aber natürlich unterstützen, indem ich schnell tippe und natürlich dann bereit bin. Das war der vierte, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. War das der vierte? Ja. Ja. Gut, dann müssen wir nochmal kurz gucken. Ah ja, genau. So, einmal kurz gespickt. Willst du die letzte Runde machen? Ja. Gut, gerne. Die letzte Runde schaut so aus. In etwa ähnlich. Wir drehen jetzt bloß mal um. Wir gehen mal in die Richtung dann. Wechselsprünge. Du fängst hier an, linker Fuß vor der Linie, rechter Fuß hinter der Linie. Und die Hände sind oben. Und wenn wir wechseln, den Sprung wechseln, rechts vorbringen und links nach hinten bringen, gehen die Hände runter. Das heißt, so springen wir, versucht die Arme feste zu lassen, nicht schlackern zu lassen. Denn jedes Mal, wenn ich runtergehe, muss ich auch schnell wieder nach oben.
hoher Hebel, das heißt, hier wird es nachher ordentlich ziehen an der Bauchmuskulatur. Da wollen wir auch natürlich hin. Und die bisschen, ich sag mal, die U19 wird sich freuen, weil der Wambo auch ein bisschen verliert, ja, an Substanz verliert. So, also zapp, 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 Sidestep rum, dann kriegst du den Ball, okay, hopp, fangen, dann gehen wir schon mal so ein bisschen in den flachen Ball rein, das heißt, seitlich weg, linker Fuß leicht nach vorne und nur leicht kippen. Das heißt, du kriegst den Ball jetzt links auf die Seite, ich rolle ihn dir zu, einfach in die Bewegung reinkommen, ohne werfen, ohne hechten, ohne schmeißen, so dass es halt auch nicht wehtut. Alles klar? Habt ihr zu Hause begriffen? Ich denke schon. Wir müssen machen. Ja. Genau, so, und schnelle Wechselsprünge und los geht's. Zap, 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 zap. Einmal rum, genau. Hopp, erster Ball, gut so. Ja. Und da geht's zur Seite dann weg, runter und zur Seite. Sehr gut, perfekt. Genau. Schau mal, dass du bei den Armen runter auf Hüfthöhe stoppst und dann wieder hochkommst. Nicht, dass wir so durchschlacken, sondern auf der. Genau. Hopp, tap, 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 tap. Seitlich rum, stehen, hopp, gut. Und weg geht's. Erster, hopp, und zweiter. Ja, gut. War ein bisschen fies geschossen, gell? Okay. Aber du bist eine Katze. Alles gut. Und los geht's. Hopp, eins, zwei, hopp, 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 hopp. Einmal rum, jawohl. Gut. Ein bisschen mehr in den Knien stehen bleiben. Und los geht's. Jawohl. Gut. Vier, nee, waren drei. Drei, leider. Ah ja, okay. Ja, einer mehr schadet nie. Ich meine. Und los geht's. Hopp, zapp, zapp, zapp. Gut, gut. Jawohl, und außen rum. Gut. Jawohl. Und da sind wir. Jawohl. Gut so. Okay. Alles klar. Bisschen eingereizt. Euch zu Hause auch. Ihr geht schnell was trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Ich baue kurz um. Ihr könnt schnell was trinken gehen, auf Pause drücken. Du kannst natürlich auch was trinken gehen, denn dein Einsatz war gerade immens. Sehr gut. Nein, Quatsch. Also bis gleich. Ich baue kurz um. Ihr könnt schnell was trinken. Wir können auch was trinken. Du bist wieder da. Super. Okay, pass auf, ich erkläre es mal kurz. Du kannst es dann eigentlich schon machen. Ich brauche bloß den Ball. Genau. Was ihr zu Hause braucht, ist jetzt ein kleines Dreieck. Das muss nicht besonders groß sein. Es geht uns jetzt vor allem um eine kleine koordinative Aufgabe, auch verbunden mit fußballerischer Technik. Wir gehen so ein bisschen in Standtrick-Kombinationen rein, in diesen Dreieck verbunden mit Torwartaktionen. Mhm. Ja? Ist jetzt aber alles nicht kein Hexenwerk, sondern geht ganz easy von der Hand. Wir beginnen immer hier hinten am Starthütchen, ja, das ist hinten die Spitze des Dreiecks, mit dem Trick ziehen, vorlegen und wir wollen so wenig Zwischenkontakte wie möglich halten. Das heißt, wir haben ziehen, vorlegen, am zweiten Hütchen direkt ziehen, Fußwechsel und mit dem Kontakt ziehen, Fußwechsel wieder zurück. Dann kommt das Anspiel zum Fabian. Oder zu einem Trainingspartner. So, in dem Fall der Fabi, nimmt die Kugel auf, ja, luft ihn einmal nach oben, hält ihn dann in den Händen. Wenn ich gespielt habe, gehe ich immer um die Seite, wo ich angefangen habe. Also ich habe vorne auf der rechten Seite angefangen, Sidestep rum, kommt zurück zur Mitte und ich kriege einen Wurf, ich kriege den zweiten Wurf und den dritten Wurf. Also wir werfen dann dreimal schnell hintereinander, richtig schön. Versuch mal hier eher zu bleiben, ich bin nicht so groß. Dreimal schnell hin und her, okay? So, eins, hopp, zwei und immer wieder tippeln dazwischen. Alles klar? Drei Würfe, könnt zu Hause auch fünf machen oder zwei oder zehn, wie ihr eben wollt. Alles klar? Je unsicherer ich mich fühle beim Fangen, umso mehr Würfe. Mhm. Ja? Um einfach reinzukommen und Gefühl dafür zu bekommen. Gut, dann können wir loslegen. Und zwar ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, lass den Ball laufen, ziehen, Fußwechsel, spielen. Das war schlecht von mir. Ziehen, Fußwechsel, spielen, einmal seitlich rum, hopp, eins, ich muss öfter, zwei und drei, hopp und noch ein, vier, ich habe einmal fallen lassen. Sehr gut. Genau, und fangen. Okay, gut. Nächste Runde, wir machen jede Runde mal dreimal, also ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, spielen, seitlich rum, hopp, eins und zwei
Hopp und drei und wieder sichern. Genau. Ich finde eigentlich dieses Dreieck ganz cool für die Standtricks zu üben, weil man einfach raus aus diesen Zwischenkontakten kommt. Man lernt mit wenig Kontakten Fußball zu spielen. Viele machen dann Ziel vorliegen, dribbel, dribbel und jetzt muss ich einen nächsten Trick machen, ist das einfach kein Rhythmus dabei. Und wenn ich anfange mit hopp, ziehen, hopp, hopp, ziehen vorliegen, ziehen Fußwechsel, habe ich keine Zwischenkontakte und bin dadurch natürlich auch schneller. Ja? Und wir wollen unsere Keeper ja zu Fußballern erziehen. Deswegen extrem wichtig. Eins, hopp, 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 spielen. Einmal weg. Nummer 1, hopp, Nummer 2 und Nummer 3. So, du? Ja, gerne. Alles klar. So, und ausprobieren, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, spielen. 1, 2, 3, so, stopp, fang den Ball. So, ich gehe natürlich nicht so nah her. Der Fabian hat jetzt natürlich die Hände extrem nah am Oberkörper gehabt. Ja? Also eigentlich schon fast hier. Da ist natürlich immer das Kinn und die Nase und das Gesicht so ein bisschen im Weg. Das heißt, man zuckt so ein bisschen aus. Das wollen wir natürlich nicht. Am besten ist, die Ellenbogen sind schon gut so, dass sie abgewinkelt sind. Das Ganze ein bisschen weiter nach vorne und die Handfläche mehr auf den Ball drücken. Und dann haben wir es schon. Alles klar? Nächste Runde, du bist. So, und los geht's. Hopp, eins, zwei, ziehen, hopp, spielen und erster. Sehr gut, super. Nummer 2 und die Nummer 3. Gut. Und letzter. Und los kannst du. Hopp, ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel, ziehen. Gut. Und los geht's. 1, 2, 3, set. Okay. Kurz ausruhen zu Hause. Wir haben jetzt 6 gemacht. Also 3 Durchgänge zu Hause sind genug. Ihr könnt dann natürlich schneller wechseln. Je nachdem, wie es euch eben passt zu Hause. Ja, wir gehen in den nächsten Standtrick rein, in die nächste Kombination. Wir haben jetzt hier ziehen zurück, ziehen vorlegen. Ja. Ist natürlich jetzt nicht so unbedingt rund, kann aber halt einfach auch mal sein, dass es nicht anders geht. Und was ich persönlich bei der Übung ganz gern mag, gerade für Torhüter in der Koordination, ist einfach diese Hüftrotation, die ich einfach noch schneller brauche. Also im normalen Feld, Fußballer oder der Feldspieler würde jetzt natürlich, wenn der Ball nach links kommt, mit links ziehen, Fußwechsel dran setzen. Ja? Ich finde es aber gerade im Torwarttraining nicht so schlecht, das Ganze dann mit demselben Fuß, also mit ziehen, vorlegen zu machen, weil der Ball kein großes Tempo hat, aber wir trotzdem dazu gezwungen sind, in eine schnelle Hüftrotation reinzukommen. Wir legen uns dann den Ball hier nach vorne hin und fangen dann wieder mit ziehen zurück an, machen dann mit ziehen zurück weiter, spielen den Ball mit links. Mhm. Ich gehe dann natürlich über die linke Seite weg. Ja. Du gibst mir den ersten Ball als flachen Schuss. Ich nehme ihn auf, fall nach vorne, werf ihn raus, komm nach oben und du kannst mir nochmal 2 Bälle so zum Zwang. Alles klar? Gut. Gut. Also, ziehen zurück, hopp, erster, dann ziehen, vorlegen, ziehen zurück, spielen. Ich gehe links rum, stehe, hopp, erster, Kugel raus, aufstehen und zweiter, hopp und dritter. Genau, so. So stehe ich, Handflächen sind richtig drauf, Ellbogen sind geknickt, Arme weit weg vom Kopf, Knie leicht vorne. Genau, Knie, in den Knien stehe ich auch noch. Dann passt's. Willst du? Ja, oder soll ich noch einen? Nee, ich. Okay. Blutgeleckt. Blutgeleckt. Okay, also und los geht's. So, ziehen zurück, ziehen vorlegen. Gut, super. 1, 2, links rum. Genau. Einmal, zweimal. Sehr gut. Und 1 und 2. Genau, perfekt. Wichtig ist nur, dass euer Trainingspartner immer wartet, wenn ihr rumlauft. Seid sehr rückwärts um das Hütchen. Da macht es natürlich nur Sinn, den Ball zu spielen, wenn ihr auch dann in der Position gerade mit den Schultern zum Trainingspartner steht. Sonst kommt Hektik rein, dann wird die Bewegung unsauber und falsch. Und am Schluss verletzt man sich noch. Ja? Also wartet ein bisschen auf euch. Los geht's. So, ziehen zurück. Du hast die Wand stehen lassen. So, 1, 2. Sehr gut. So, spielen. Einmal rum. Stehen. Erster, sehr gut. Und Nummer 2 und Nummer 3.
So zu nah wieder. Ah ja, alles gut. So, letzter, oder? Ja. Und los geht's. Hep, hep, ziehen, hopp, spielen. Gut, einmal rum und los geht's. Jawohl. Klasse. Und zweiter, hopp, gut. Und dritter, jawohl. Okay, gut. So, letzte Aufgabe. Wir haben vorhin schon angefangen mit den seitlichen Bällen. Die wollen wir jetzt doppelt. Das heißt, wir haben nachher als Torwartaktion einen Ball zum Fangen. Einmal rechts auf, einmal links. Die Standrekombination, die wir machen, ist jetzt mit dem linken Fuß zuerst, ja, ziehen zurück, rein koordinativ. Also kein Torhüter, der Rechtsfuß ist, macht jetzt im Strafraum den Trick ziehen zurück mit links. Muss man auch klar dazu sagen, aber es schadet nicht, wenn man es kann. Ja? Ist eine rein koordinative Geschichte, je schneller und je besser ich es kann, mehr Selbstvertrauen bekomme ich und vielleicht klappt es ja dann doch irgendwann. Ja? So, wir haben ziehen zurück, linker Fuß. Dann haben wir ziehen, Fußwechsel. Und jetzt Achtung, Schussfinte links. Das solltet ihr beherrschen als Torhüter mit beiden Füßen. Da wir den Ball ja ab und zu mal rechts oder links zurückgespielt bekommen, den Ball auch lenken, den Gegenspieler mitnehmen und dann eben mit der Schussfinte oder Sohlenwänden perfekt den Gegenspieler auch ins Leere laufen lassen. Ja? Genau. Deswegen Schussfinte linker Fuß am Schluss. Ich spiele dich an. Ich laufe wieder. Wo bin ich denn? Ich laufe diesmal links rum, ja, weil ich da näher bin. So, dann kriege ich von dir den ersten Ball geworfen, werfe den Ball zurück, gehe zurück zum gelben Hütchen und dann kriege ich einmal raus, aufstehen lassen, gelbes Hütchen neu postieren und einmal da. Also da gibt es kein Tempo, das wir machen müssen. Es geht nur um die Technik. Machen wir den flach oder? Die machen wir flach. Die spielst du dann flach rein. Ja? Ihr versucht, die flachen Bälle vor den roten Hütchen zu bekommen. Das heißt, eure Bewegung geht immer vom Gelb nach schräg vorne weg und nicht schräg hinter dem roten Hütchen. Ja, wir wollen die Hütchen sozusagen verteidigen. Okay? Genug geredet. Links geht's los. Ziehen. Zurück. Hopp. Ziehen. Fußwechsel. Schuss finden. Spielen. Einmal rum. Tap, tap, tap. Stehen. Erster Ball fangen. So, tief stehen. So. Nicht ganz so weit, nur Richtung Rot. Dann auf, stehen, tief stehen und raus geht's. Okay? So, merkt man schon, das linke Knie ist nicht mehr ganz so frisch. So, nächster. Genau. Für euren Trainingspartner zu Hause, spielt den Ball lieber ein bisschen zentraler als zu weit auf die Seite, weil es geht um dieses nach vorne kippen, Arme lang machen, um diese Technik geht's. Ja, und wenn wir die bekommen, wenn wir die hinbekommen, kriegen wir die langen Bälle auf die Seite am Schluss natürlich dann auch leichter. Ja, aber das ist dann eine Sache, die wir draußen besser trainieren. Hier geht es jetzt rein um den Bewegungsablauf, um die Technik. So, ziehen zurück, hopp, ziehen, Fußwechsel, Schuss finden links, hoppala, unsauber, boah, trainieren. Eins, hopp, stehen. Einmal, auf. Stehen. Zwei. Werf ein bisschen gerade. Also ein bisschen weiter. Ja. Nicht dran vorbei, sondern eigentlich eher in die Mitte. Ja. Ja. Genau. Einmal hier nochmal. So, ziehen zurück. Hopp. Ziehen. Fußwechsel. Schussfinte links. Spielen. Einmal rum. Erster. So, stehen. Perfekt. Eins, warten. Stehe tief und aus. Alles klar? Mhm. Du? Okay, wie geht's euch daheim? Passt alles? Ihr könnt natürlich, wenn ihr viel mehr Platz habt als wir, das Ganze natürlich auch vergrößern. Ja? Je größer, desto besser für die Torwartaktion. Ja? Macht es aber nicht zu groß, weil wir wollen ja immer noch mit so wenig Kontakten wie möglich spielen. Ja? Also nach dem Ziehen zurück soll sofort ziehen, Fußwechsel, sofort die Schussfinte, sofort der Pass kommen. Und wir wollen nicht den Trick in den riesen Raum reinmachen und dann ewig hinterherlaufen. Das macht keinen Sinn. Ja? Gut, los geht's. Hopp, ziehen zurück. Ziehen, Fußwechsel, Schussfinte. So, ziehen, Fußwechsel, Schussfinte, linker Fuß. Spielen, einmal rum. Genau. So, eins. Bitte. Gut. So, dann Fuß nach vorne, genau, gut so, Hände gleich drüber stehen und sehr gut, jawohl, gut, Kopf ein bisschen höher, weg von den Händen,
den Kopf ein bisschen höher heben. Genau. Das ist wahnsinnig eng. So, ziehen, hopp, Schuss findet den links. Sehr gut. So, spielen, einmal rum. So, gut. Und los geht's. Du musst nur stehen. Tief, 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 ganz tief, ganz tief, ganz tief. So, einmal raus, genau. Komm dem Ball entgegen, mach dich lang. Lang, 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 lang. Sehr gut, super. Jawohl, perfekt. Gut, geht noch einer? Einer geht noch, ja. Einer geht. Okay. Danach sind wir auch gleich fertig mit dem Teil, gehen dann ganz in Ruhe übers Trinken. Und los geht's. Hopp, ziehen. Hopp, Schuss, super. Gut. Und los geht's. Erster. Gut. Und jetzt langsam nach vorne, genau. Schieb ihn nicht so, sondern komm früher mit den Armen. Das hilft super auf der Seite. Rechts aber ein bisschen, ja, geh aber ganz tief runter und bring die Arme über den. Genau, jetzt schiebst du nicht mehr, sondern du fängst ihn auch nicht mehr. Ja? Genau. Alles klar, gut soweit. Ihr geht schnell was trinken, wir bauen um, wir gehen auch schnell einen Schluck trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. 2 Minuten Pause. Alles klar, Fabio und ich haben getrunken wie die Weltmeister. Ich hoffe, ihr auch daheim. So, wir brauchen jetzt nur 2 Hütchen. Und wir brauchen eigentlich nicht besonders viel Platz. Wir brauchen, sagen wir mal so, ja, ein guter Meter ist das in etwa. Ja, so ein bisschen weiter rein. Jetzt haben wir wieder keinen Platz. Es geht jetzt rein um die seitlichen Bälle, ja, aber verbunden mit einer fußballerischen Aktion. Ja, die kann man, egal wo wir sind, im Wohnzimmer, im Badezimmer, im Kinderzimmer, im Esszimmer, scheißegal wo wir sind, wir können eigentlich immer irgendwas damit anfangen. Das heißt, was wir jetzt tun ist, wir haben am ersten Hütchen quasi ein Hindernis, das müssen wir überspringen. Wir ziehen dabei die Knie an, ja, wir springen jetzt nicht einfach drüber und an den Hütchen vorbei, so wie eine alte Omi, sondern wir nehmen die Füße zusammen, springen nach oben so, und ziehen einmal die Knie an. Okay? So. Du startest auf der Seite, also rechts vom Torhüter, okay, legst den Ball auf die Seite, spielst mich dann an. Das heißt, also ich lande hier, dann bekomme ich ein bisschen Zeit, dass ich das Gleichgewicht finde. Jetzt spielst du mich an, ich komme hier einen Schritt raus, spiel mal her, ich lenke den Ball mit dem linken Fuß hier rein, ziehen, Fußwechsel, spielen. So, und jetzt wird es interessant, jetzt laufe ich den Weg, den ich hier eingeschlagen habe, rückwärts, komm hier ins Stehen und krieg den ersten Ball seitlich flach, ja, mit den Armen drüber, spiel den Ball raus, du nimmst ihn in die Hand, ich stoße mich nach oben, komm übers Knie nach oben, komm wieder neben dem gelben Hütchen in Stellung, jetzt wieder rechter Fuß nach vorne, Moment, der kommt jetzt halb hoch, rechter Fuß nach vorne, Hände gehen aus dem Schoß in Verlängerung mit dem Knie, nicht zur Seite, sondern nach vorne. Und da wirfst du hin, also relativ nah zu mir, nicht weit weg, nah zu mir. So, schmeißen, hopp. Und wir gehen nach unten und sichern den Ball im Boden, mit Händen drüber, Ball im Boden gesichert und beginnen dann einfach mal so uns drüber so ein bisschen zu schieben. Alles klar. Ja? Gut. Gecheckt? Jo. Gut. Dann kann es losgehen. Also ich habe einen hohen Sprung. So, hopp, jetzt komme ich raus. Eins, lenken, ziehen, Fußwechsel. Spielen, ich gehe weg. Erster, hopp, ja, zurück. Nummer eins, übers Knie nach oben. Stehen, Fuß nach vorne. Genau. Ja? So, wir können hier im Zimmer, gerade wenn es um die Technik geht, mit dem ersten Schritt eigentlich ganz gut beginnen und müssen nicht alles schnell hintereinander koppeln, sondern wir haben hier den Vorteil, dass wir auf engen Raum die Bewegung schöner gliedern können. Ja, wir haben ja keinen Druck, kein Zeitdruck, der Ball kommt nicht besonders schnell oder feste. Das heißt, hier können wir die Bewegung ein bisschen aufteilen, ein bisschen gliedern und man versteht vielleicht ein bisschen mehr, was die einzelnen Schritte sind. Ja, also ich mache es jetzt zum Beispiel so, aber ich bin jetzt auch schon 35 Jahre alt und tut mir wahrscheinlich weh auf dem Boden. Ja. Das heißt, ich setze den ersten Fuß zuerst, warte dann ein bisschen, bekomme den Ball und lasse mich dann easy zur Seite wegkippen. Mhm. Ja? Immer mit einem kleinen Schwung, damit ich gleich wieder nach oben kann. Sonst tut mir nicht am Ellbogen weh, nicht an der Hüfte, am Knie, gar nichts. Ja? Das sollten unsere Kinder natürlich zu Hause dann auch so probieren. Ja? Wenn wir dann wieder rausgehen ins Freie, dann läuft es eigentlich wie geschmiert. Ja? Man hat keine Angst mehr zu fallen. Gut, nächste Runde. So,
Hopp. Erster, lenken, ziehen, Fußwechsel spielen, einmal außenrum stehen, Fuß vor und jetzt kommt der Ball, der Fuß war gesetzt, die Arme kommen. Das gleiche auch beim Halbmondball stehen, Fuß vor und den Ball kommen lassen. So, und jetzt einfach nur noch runterkippen, Ball in den Boden sichern und drüber. Okay? Letzter. So, hopp, einmal lenken. Hopp, spielen, außenrum, stehen, erster und hopp und hoppla, drüber. Willst du? Ja, probier ich gerne. Gut. Jetzt. Hopp, gut. Lenken, ziehen, Fußwechsel spielen, außenrum. Andersrum, ja. Andersrum, so, genau. Stehen, Fuß vor. Und schön langsam, genau. Und zurückstehen. Und genau. So. Komm du noch weiter nach vorne. Ja. Geh mal nur in die Position. Das war genau das, was ich meinte mit den Schritten. Geh mal in deine Ausgangsposition. So, jetzt weiter vor. Viel weiter. Übertrieben weit nach vorne. Ja. So, wie in den Ausfallschritt, genau. So, jetzt zeigt Fabians Fußspitze nach gerade vorne zu mir. Und da gehen jetzt auch die Hände aus dem Schoß entlang. Ja, das heißt, du gehst immer tiefer in den Außerschritt und irgendwann auf der Höhe kriegst du den Ball. Mach mal, geh mal runter. Und es ist leichter. Ja? Ja. Ja. So. Dann steht auch in dieser Kippe so eine Wegbewegung. Ja. Ja. Man knallt nicht so runter. Ja. Okay? Gut. Nächste Runde. Und los geht's. Hopp. Lenken, ziehen, Fußwechsel, spielen. Einmal rum. Hopp. Genau. Gleich drauf, weniger schieben, ja. Und zur Seite wegstehen und genau, sehr gut. Und los geht's, letzter, hopp, und zur Seite weglösen, eins, hopp, einmal, zweimal, passt schon. So, also lenken, hopp, ziehen, Fußwechsel spielen, stehen, tief und Handling, perfekt, gut. Und nächster. Stehen und dann immer. Jawohl. Auch so. Zu hart. Bisschen dahinter? Nee, aber ein bisschen zu hart drauf. Ja, ja, genau. Also versuch den Ball mehr in den Boden reinzudrücken und nicht mit dem Ellbogen raufzukommen. Dann passt das Ganze eigentlich. Okay? Ja. So, andere Seite. Wir hüpfen diesmal mit Blick nach da, seitlich also drüber. Und wenn ich gelandet bin, laufe ich rückwärts. Ich kriege jetzt den Ball auf der Seite, lenke ihn hier rein, ja. hab nach dem Lenken eine Schussfinte mit dem rechten Fuß. Ja. Ihr könnt es kombinieren, wie ihr wollt. Also wir wissen als Torhüter, klar, Standtricks sind wichtig, Sohlenwenden sind wichtig, Schussfinden sind wichtig. Wir machen jetzt hier Lenken, Schussfinte, dann spiele ich dich an, lauf denselben Weg zurück, komm hier rum, flacher Ball auf hoher Ball. Mhm. Alles klar? Ja. Gut, also wieder schön die Knie zur Brust ziehen. Nicht zu sehr nach vorne kippen oder die Füße wie ein Frosch auseinanderdrehen beim Sprung, sondern lass die Füße schön zusammen, die Knie eng beieinander und die Knie gehen in Brusthöhe nach oben. Ja? Also, hopp, rückwärts weg, ich krieg den Ball, lenken, Schussfinte, spielen, rückwärts weg, so und jetzt krieg ich den Ball hier raus, erster, so stehen, warte, wieder Schritt für Schritt, linker Fuß, jetzt, hoppala, und fangen wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja? So, gut, das war natürlich nichts. Wir müssen ein kleines bisschen nach vorne machen. So, gut, nächste Runde. Und hopp, hier kriege ich ihn. Hopp, Schussfinte, rechter Fuß, spielen. Rückwärts, stehen. Erster, stehen, hopp. Und runter. Gut. Und letzter, hopp, Schussfinte weg, spielen, seitlich rum, stehen, Nummer 1, auf, stehen, Nummer 2. Genau, alles klar, den dritten machst du jetzt dann vor? Ja. Oder willst du den auch probieren? Willst du? Achso, ja, machen wir mal. Genau, so. Hopp und seitlich weg. Eins, zwei, Schussfinte spielen. Einmal rum, so rum. Nee,
So. Blub, 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 blub. Fuß nach vorne. Genau. Muss nicht fest sein, der Ball. Stehen, Fuß nach vorne. Siehst du, also, da knallt gar nichts. Ja. Da wird der Ball direkt in den Boden gesichert und der Ellbogen ist weg vom Boden. Also der Ball ist im Boden, aber der Ellbogen nicht. Ja. Gut, noch einer? Einen machen wir noch. Ja. Einen machen wir noch. Okay. Und los geht's. Hopp, rückwärts weg. Hopp, zapp, Schuss, fängt der rechter Fuß. Spielen, gut so. Einmal und hopp, gut. Und auf, zweiter Ball. Sehr gut. Okay. Klasse. Gut. Dann haben wir einen letzten Ball. Genau. Wir springen jetzt über die rechte Seite. Ja? Mhm. Dann bekomme ich den Ball von dir zugespielt, lenke mit dem linken Fuß und ich kombiniere es jetzt mit Schussfinte links, ziehen Fußwechsel wieder raus. Also einmal drüber, rückwärts weg, ich kriege hier den Ball, lenken, Schussfinte links, ziehen Fußwechsel, spielen. Ja? Ich gehe jetzt nur nach hinten und kriege dann den Ball von dir einmal hier durch, okay. Flacher Ball, hier durch, dann spiele ich den Ball raus, komme so schnell ich kann auf, gehe hier in Position und kriege ihn hier durch. Mhm. Ja? Also wir fangen an, hier auf gerade zurück und diagonal wieder durch. Okay? Ganz easy eigentlich. Das heißt, wir müssen hier uns ein bisschen bewegen. Genau, der stimmt. Unser Trainingspartner muss sich natürlich dann hinten auch bewegen und aufpassen, auf welche Seite er muss. Ja? Gut, also die Seite geht los. Plopp, rückwärts weg, kann ruhig ein bisschen fester, Schuss finde. Nochmal. So, spielen. Passt. So, lenken. Schuss finde links. Ziehen. Fußwechsel. Spielen. So, stehen. Erster. Auf. Und jetzt gib ihm Zeit. Aufstehen. Stehen. Und da geht's durch. Alles klar? Gut. Okay. So. Hopp. Lenken. Schuss finden, ziehen, Fußwechsel, spielen, stehen, eins, auf, stehen und zwei. Gut. Letzter, oder? Ja. Okay. Hopp, lenken, Schuss finden, ziehen, Fußwechsel, spielen, weg, gut, aufstehen. Und weg. Genau. Okay. Wir müssen eine kurze Pause machen, weil wir haben noch eine Übung und sonst geht uns die Zeit aus. Wir machen eine kurze Pause, trinken, ihr auch. Schnell was trinken oder ihr drückt auf Pause und übt noch ein bisschen. Kein Problem, wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, letzte Aufgabe. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen was für unseren Bauch hier tun. Das heißt, ihr nehmt jetzt zwei Hütchen und wir basteln ein kleines Türchen. Und das eine Türchen, also den einen Pfosten, machen wir einmal doppelt und den anderen einfach. Muss nicht breiter sein als so. Okay? Gut. So, das Ganze geht jetzt. Ungefähr haben wir einen Timer. Nee, wie hast du eine Uhr? Leider nicht. Ne? Hast du nicht. Ich habe eine Uhr. Das ist schön. So, dann machen wir jetzt mal einen Timer. Da schaust du jetzt drauf. Und 20 Sekunden geht das Ganze immer. Okay, du nimmst einen Ball in die Hand, schaust auf die Uhr. Genau. Und es geht 20 Sekunden, wie gesagt. Ich muss immer drüber springen, zurückspringen, krieg den Ball geworfen, fangen, weg. Drüber, zurück, fangen, zurück, drüber, zurück, fangen, zurück. Mhm. 20 Sekunden lang. Okay? So, und ich zähle mit, wie viel ich schaffe in diesen 20 Sekunden. Und ihr zählt zu Hause auch mit, wie viele schafft ihr. Ihr schafft ganz bestimmt mehr als ich. Ja? Schaut aber trotzdem, dass es relativ sauber alles bleibt. Bitte nicht irgendwie so drüber und fangen oder zurückschlagen, sondern ein sauberer Durchgang ist drüber, drüber, fang, schmeiß, fangen. Das ist ein sauberer Durchgang. Okay? Und dann schauen wir, wie schnell wir sind. Ich werfe dann den Ball zurück und dann geht es wieder. Zap, zap, fangen. Springen, springen, fangen. 20 Sekunden.
Alles klar, letzte Herausforderung für heute. Beißt nochmal die Zähne zusammen, gebt Gas und wir schauen mal, wie viel wir schaffen. 20 Sekunden, du gibst das Startsignal. Und los geht's. Vier. Okay, stopp. Sieben. Okay, sieben geschafft. Boah, ganz schön im Eimer jetzt. Wie viel schaffst du? Acht. Acht schaffst du. Ich glaube auch. Schauen wir mal. So, also. Ich dachte eigentlich, ich wäre ganz gut unterwegs, aber wir kriegen das hin. 20. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr es geschafft? Wie viel habt ihr geschafft? 8, 9, 10? Ihr habt wahrscheinlich 10 geschafft. Ist aber auch kein Wunder, ich bin langsam wie eine Schildkröte. Du bist fertig, ihr zu Hause auch noch 5 Sekunden und hopp! Ja, geht, komm, geht schon noch! Und Pause. Okay, 10. 10! Alter Schwede, waren das 10 Würfe? Ich glaube schon, ja. Ihr könnt zu Hause ja nochmal nachschauen. Also, 10. Spult mal zurück und schaut, ob der Fabian 10 geschafft hat. Vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber ich denke, es waren 10, ja. Also, ich würde sagen, wenn du geschwindelt hast, kriege ich von dir einen dicken, fetten Milchshake. Ja. Oder? Selbstgemacht. Ja, selbstgemacht aus Banane, Schoko. Alles, was schön treibt. So, 10 Stück, das ist natürlich fies. Okay, gut. Nächste Runde, hier ist wieder die Uhr. Ja. Es geht weiter. Die nächsten 20 Sekunden springen wir nicht, sondern wir spielen 20 Sekunden lang. Ich kriege einen Pass von dir, okay? Ich lasse den Ball klatschen. Also ich spiele ihn dir zurück. Dann kriege ich den Ball von dir nochmal gespielt. Ja? Also spiel mal her. Spielen, klatschen, jetzt kriege ich ihn wieder. Einfach gerade. So, eins, spielen. So, klatsch, jetzt komme ich nach vorne. Hopp, aufdrehen, los geht's. Sohlenwende, spielen. Flach, aufnehmen, nach vorne ablegen. Und dann je schneller es geht. Okay? Also, ich würde sagen, 20 Sekunden, 4 wären möglich, würde ich sagen. Ja? Schauen wir mal. Da muss natürlich auch der Partner mitmachen. Okay? Gut. Ja. Okay. Gut. Eugen, bereit? Ja. Und los geht's. Hopp, klatschen und wieder. Aufdrehen, vorlegen, Sohlenwende spielen, hopp und ablegen. So, Kugel raus, gleich spielen, hopp, ja. Aufdrehen, hopp, Sohle, hopp, jetzt, hopp, gut. Und nächster, spielen, hopp, hopp, wieder, gut, hopp, Sohle, spielen, komm. Drei. Das war's. Ja, 20 Sekunden. Ja, ist schon ein bisschen schön jetzt. Drei Stück. Drei Stück, ja. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Ich hatte das Gefühl, ich wäre recht schnell. Aber ja, ich habe es noch einmal zu toppen. War schon gut. Ich denke aber auch immer, ich wäre schnell, aber bin ich ungefähr langsam wie so ein Faultier. Okay. Fertig. Ihr zu Hause auch. Drei Stück, glaube ich, sind schon knackig. Auf die Plätze, fertig. Los. So, klatschen. Ja. Kommen, aufdrehen, weg. Sohle, erster Ball. Jawohl, gut. Ja. Und weiter. Hopp. Und komm, aufdrehen, weg. Sohle, spielen. Hopp, gut. Jawohl, geht. Hopp, ja. Hopp, hopp. Gut. Sohle geht. Hopp. Und ja, es geht genau drei raus. Das geht genau drei raus. 20 Sekunden. Sehr gut. Wie schaut es bei euch daheim aus? Habt ihr es geschafft? Ja, nein. Ihr könnt natürlich jetzt noch weiter üben. Ihr könnt auch diese ganzen Challenges hier weiter ausbauen. Ihr könnt sie auch aufnehmen, euren Kumpels schicken oder ihr schickt sie uns und fordert uns heraus. Ja, wir beantworten das natürlich sehr gerne. Macht einfach ein kleines Video, schickt es an info@münchner-fußball-schule.de oder ladet es bei eurem Instagram-Account hoch und verlinkt uns drauf. Ja, und da, wo steht es? MFS. Unterstrich, was sind wir bei Instagram? MFS Fußballtraining. Ja? MFS Unterstrich Fußballtraining. Da könnt ihr uns drauf verlinken und dann versuchen wir, dass wir das Ganze schnellstmöglich nachmachen. Okay? Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank auch Fabi, dass du Zeit hattest für uns.
Euch möchte ich jetzt eine ganz schöne restliche Woche wünschen. Bleibt gesund, bleibt aber auch am Ball. Ja? Nehmt eure ganze Familie mit, versucht, dass euch immer jemand helfen kann. Macht das Training so ein- bis zweimal die Woche. Versucht immer schneller und immer besser zu werden. Das hilft natürlich unglaublich, wenn es dann wieder rausgeht in die Draußensaison, wenn wir endlich dieses bescheuerte Virus besiegt haben. Ja, bleibt dran, glaubt daran, dann schaffen wir das alles. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bis dann, macht's gut. Ciao.